Vorfreude bei der Kochkursklasse der EGS Roderbruch. Es wird wieder gebrutzelt, gebraten und gegessen. Auf dem Speiseplan der 15- und 16-Jährigen stehen vegane und vegetarische Gerichte. Und was kocht ihr heute? Lammkuchen mit Gemüse. Wir machen heute eine Linsen-Bolognese und dazu einen kleinen Avocadosalat. Wir kochen Fufu, also auch in Chi, also in meiner Heimatsprache wird das Fufu genannt. Fufu ist eine traditionelle Speise aus Ghana und besteht unter anderem aus Kartoffelmehl, Wasser und Gewürzen. Bei ihren Gerichten hatte die Schulklasse freie Wahl. Einzige Vorgabe, es wird vegetarisch oder vegan gekocht, mit Zutaten wie Avocado, roten Linsen und veganem Hack. Okay, dann legt mal los. Braucht ihr irgendwie Hilfe erstmal? Nee, also wir müssen im Prinzip nur den Teig machen. Also Marvin hier. Den Flammkuchen macht ihr, ne? Ja. Marvin und Luis sind die einzigen im Kochkurs, die bereits vegan leben. So wollen die Schüler das Klima schützen. Außerdem lehnen sie Massentierhaltung ab. Dass sie kein Fleisch, keine Milchprodukte und Eier mehr essen, ist eigentlich unkompliziert für sie. Doch es gibt Ausnahmen. Also wir waren jetzt auf der Klassenfahrt in Sachsen. Da war das einmal ein bisschen problematisch, weil die da einfach nur Bratwürste und so Buttertoast hatten. Dass es aber auch mehr gibt als Wurstbrote, lernen die Schülerinnen und Schüler an 4 Stunden in der Woche. 2 Jahre läuft der Wahlpflichtkurs mit dem Namen Cool Cooking. Lehrerin Velia Kemper findet den Kurs richtig cool. Ja, für die Schüler ist es wichtig, weil sie sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Für ihre Lebenswelt ist es wichtig. Sie lernen eben auch, sich mit der Konsumkompetenz auseinanderzusetzen und zu gucken, wie gehen wir in der Gesellschaft damit um. Sie kaufen selber ein, beschäftigen sich mit den Lebensmitteln auf theoretischer Basis und setzen das dann hier in der Schulküche um und können am Ende natürlich auch gemeinsam essen. Dass Kochen aber auch richtig Arbeit macht, gehört ebenso zum Lernprozess. Die Paprika musst du bitte vorher einmal entkernen, ne? Die weißen Ränder einmal komplett abschneiden. Jetzt kann einer noch ein bisschen Milch nachschütten, Marlon. Immer wieder ein bisschen nachschütten, ein bisschen auf Hitze gehen. Salim bereitet eine Bechamelsoße zu. Hier muss ordentlich gerührt werden. Trotz der Arbeit, der Kochkurs kommt bei den Jugendlichen gut an. Ziemlich cool. Ja, weil es was Neues ist. Also sowas habe ich halt noch nie gemacht, denke ich. Dass man nicht denkt, dass es zu leicht wäre, ein Gericht zu kochen. Und auch der theoretische Teil des Kurses gefällt den Zehntklässlern. Da lernen wir einfach etwas über die Unternehmen in der Branche, also im Lebensmittelgeschäft. Oder wie man halt so ein Essen plant und wie viel wir ausgeben dürfen. Und wie gesund das sein sollte und so. Und abwechslungsreich. Das Kochkurskonzept hat auch Schulleiter Matthias Aschern von Anfang an überzeugt. Menschen identifizieren sich mit ihrem Ernährungsstil anders, als sie das vor 30 Jahren tun. Und darum hat es auch eine pädagogische Bedeutung. Das ist ein bisschen ein Identitätsthema auch. Wie möchte ich essen und was möchte ich da mit meinem Körper tun? Und was möchte ich auch bewirken? Wie will ich in der Welt sein? Das sind richtig große Fragen. Die hängen alle zusammen mit dem Thema Essen. Die Antworten auf die großen Fragen müssen jetzt erst einmal warten, denn das Essen ist fertig. Und da zählt nur eine Frage, wie schmeckt's denn? Das ist Nudeln mit Tomatensauce und das ist auch so scharf. Ich habe Chili reingetan. Ja, und das schmeckt lecker. Die Chili-Bohnen hat er auch selber gepflanzt. Nicht Bohnen, sondern Schoten hat er selber gepflanzt zu Hause. Wir haben versucht, Frühlingsrollen zu machen. Aber wir hatten kein Reispapier, deswegen mussten wir so Wraps nehmen. Naja, und schmecken tut's halt anders als normale Frühlingsrollen, aber ich würde schon sagen, dass es lecker ist. Und wie schmeckt der Fufu? Dieser Frage nimmt sich Lehrerin Velia höchstpersönlich an. Du musst deine Hände erst sauber machen, meine Hände. Mit der Hand essen? Ja. Jeder isst das mit der Hand. Und wie oft macht ihr das in der Familie? Oder ist das ein Gericht, was man nur zu Besonderheiten? Kommt drauf an, welche Soße das ist. Aber ist das ein Alltagsgericht, Veganer? Ja. Schlucken, schlucken. Nicht kauen? Nein. Schmeckt aber lecker. Hast du gut gemacht. Richtig lecker, doch. Das können wir alle probieren. Das ist wirklich super lecker. Schülerin Frema ist glücklich. Denn Lob von der Lehrerin ist das Salz in der Kochsuppe. Und auch die anderen Nachwuchsköchinnen und Köche finden, der Unterricht war mal wieder ganz nach ihrem Geschmack.
Noch mehr Videos aus Niedersachsen und Bremen findet ihr hier auf unserem YouTube-Kanal. Also einfach jetzt abonnieren oder ihr schaut einfach mal auf dem neuen Streaming-Portal RTL Plus vorbei. Auch da findet ihr jederzeit die TV-Ausgabe unseres Regionalmagazins RTL Nord.